kriegst es nämlich einmal da, du, aber du hast keine Anfälle mehr, ne? Das ist ein bisschen doof. Na gut, ohne Antrieb ist da nichts zu machen. Eine Mark 2 hat langsam Schildverlust. Wo ist das denn? Ist das eine Mark 2? Oh ja, das ist er. Da, wo wir das ZBM und Dr. Weir drauf haben. Das ist ja nicht so toll. Oh, wo ist er denn? Da ist er. Langsam Schilde runter, das ist nicht gut. Da kommt wieder ein neues Schiff. Endlich. Das habe ich gar nicht drauf geachtet. Die haben mich umrundet. Das ist jetzt ganz uncool. Aber ich glaube, die Station kriegen wir sowieso ein bisschen nebenbei platt. Dann mal alle Kehrtwände. Das ist jetzt wichtig. Dann machen wir die hier im Vorbeiflug auch trotzdem mal ein bisschen weg. Ein Schiff ist ja weg, ne? Dann kesseln wir die auch mal ein bisschen ein. Und sorgen mal dafür. Sorgen wir einfach mal dafür, dass hier ein bisschen Action herrscht. Beiderseits. Natürlich jetzt dumm gewesen, jetzt waren die Schilde ein bisschen schwach, als er aus dem Hyperraum gekommen ist. Hätte ich natürlich besser timen können, gebe ich zu. Hat jetzt aber nicht sein sollen. So, das ist immer noch Gruppe 1. Und die Jäger gehen mir ganz schön auf den Sack. Los! FPS runter auf 1. So lob ich mir. So lob ich mir das. So, Hangar schnell kaputt machen, damit sie keine neuen auf die Schnelle spawnen können. Vielleicht waren sie auch als Stationsjäger. Alter, was ist da los? Was ist da los? Das ist Zeus. Ja, Zeus hat auch Arkschildverlust. Mir gefällt nicht, dass die hier so dolle in Bedrulle ist. Die will ich mal gerne darüber ziehen. Ein bisschen aus... Warum hat mir Antriebsschub bekommen? War ich das? Bisschen aus Feuerreichweite möchte ich hier raus haben. Turmbombe brauchen wir. Das ist schlecht. Ich habe die ganzen Jäger gar nicht selektiert. Fällt mir gerade so auf. So, Raketenangriff. Sag, können wir nochmal Raketenangriff machen? Dabei versuchen, den Race Kreuzer ein bisschen zu beschädigen. Dann bringen wir sie zwar in Gefahr, weil wir sie in der Nähe von der Station bringen. Das Schiff übrigens darüber, weil mir das dazu einzeln steht. Ist viel zu nah an der Station. Viel zu nah, vor allem als einziges in der Gegend. Was wird das jetzt schon wieder für ein Scheiß? Ernsthaft, was wird das jetzt für ein Scheiß, wenn es fertig ist? Was soll denn der Rotz? Warum auch immer der jetzt so eine Pirouette gedreht hat, bevor er sich dann endlich mal dazu entschlossen hat, meinen Anweisungen Folge zu leisten, ist mir ein Rätsel. Oha, die Zeus wird auch diese Schlacht nicht überleben, befürchte ich. Ist das das Einzige, was noch übrig ist? Ah, ist ja schön, das ist ja schön. Der Antrieb ist das Einzige, was er noch hat. Weißt du was, dann ist es mir auch kackegal. Dann macht den nebenbei und rettet endlich die Station. Der Sprengkopf scharf ist Bean. Er ist scharf. Also bitte Bean. Mr. Bean. Na ja, geil. Das freut mich jetzt. Aber nur noch ein so ein Pillekreuzer hier, ne? Alle rauf da. Alle rauf. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh ja. Einmal Raketenangriff und dann knöpft euch diese blöden Jäger vor, die einfach immer unendlich viel Zeit kosten. Und ich will auch ein bisschen vorankommen. Ich guck gerade Timer. 25 Minuten haben wir noch. Über 25 Minuten. Wow. Und... Asgard Laser 3. Sehr schön, sehr schön.
schwere Korvette. Da ist er. Unser Mark II Schiffchen. Da geht's wieder los. Asgard Laser. Voll reingehauen. Ah, ist das schön, ist das schön. Oh, was ist, oh, was ist hier los? So viele Wracks. Ich war's nicht. So, gib ihm. Mach kalt die Bude. Schönes Kaltes. Ja, er scheint so, als würde die Zeus vielleicht doch überleben. Mit massig Glück. Dann mal alle auf die schweren Jäger. Am besten nochmal hier, sehr gut, sehr gut. Alle Ballen im Zentrum bitte, danke, nicht wegfliegen. Hier kommen sie her, sehr schön. Wundervoll. Ja, jetzt können wir eigentlich, ne? Okay. Kinomodus ist immer so eine Sache. Ja, jetzt kommt wieder was. Kannst du mal den Weltraum beobachten. Ah, angeschlagen, das Schiff angeschlagen. Ja, der Weltraum, unendliche Weiten. Wobei ich das mal hingestellt lasse mit den endlichen Weiten. Ist ja nicht bewiesen. Man weiß ja nicht, ob er irgendwo endet der Welt. Auch schon wieder sowas Schönes für Eis-Ingenieur, so ein Let's Talk über den Weltraum. Unendliche Weiten. Stopp. Unendlich? Nein. Ein kleines Dorf am Rand ist Scheiße. Ja, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine, worauf ich hinaus will. Was wird das denn hier jetzt? Macht das mal. Ist er. Gönnt euch. Die sind übrig. Raketenrohre 1 bis 4 laden und Hauptwaffensystem aktivieren. Jawohl. Sag mal, warum habe ich Rodney denn in der... Ach, verdammt. Ich habe den vorhin nicht in der Gruppenauswahl mit drin gehabt. Ach, hätte ich natürlich drauf achten müssen, ne? Hat sich aber gut gehalten ansonsten, ja. Hat sich gut gehalten. Eine BC-3 und 4 haben wir verloren. 15 Minuten hat die Schlacht gedauert. Also im Grunde eine Folge. Ja, dann würde ich mal sagen, wird es eigentlich Zeit, dass wir wieder Nachschub ranholen. Da hat man eigentlich die Werft, aber es ist auch kackegal, kostet bald gleich viel. Machen wir gleich mal zwei Stück. Wir hatten nämlich, glaube ich, bei der vorletzten Schlacht auch schon wieder eins verloren. Dagan scheint übrigens leer zu sein. Ich möchte aber nicht ohne Weltraumeinheit, die das bewacht, darüber huschen. Was haben wir hier? Alpha-Basis. Alpha-Basis habe ich ja, genau, die lasse ich ja streng gesichert. Da sind ja nur Einheiten drauf, die gehören auch alle hin. Schön. So, Teda. Hier mal noch unsere Truppe, ne? Die kann das ja eigentlich mal übernehmen. Ne? Habe ich ja nichts gegen, dass sie das mal machen. Stehen ja sonst nur im Nebel rum. Oder in den Trümmern zumindest. Trümmern. Nicht Nebel, Trümmer. Also es ist echt ein bisschen kompliziert, wo man über welchen Planeten hin muss. Und da ist es unser. Aufbau hat begonnen. Sehr schön. Sehr schön. Leerraum von Race auf Dingens. Auf Dingens. Nee, Leerraum da oben mit uns, Leerraum da unten ist Race. Aquarer Bonus 1000. Konstruktion abgeschlossen. Ui, da, oh. Aufbau beginnt. Kleine Weltraumine, ne? Ey, das muss ich mir gönnen. Was anderes ist, kommt gar nicht in Frage. Sie haben sich was runtergeladen. So eine Art Spyware, wie ich sie mir mal beim Runterladen von Porn... Musik eingefangen habe. Musik. Zu gut. Zu gut. Ah ja. Ja, vom Runterladen von Musik. Kennt man ja, kennt man ja. Wir haben anscheinend Shepard verloren. Ich, Rotzlöffel, habe das natürlich gar nicht mitgekriegt. Ist natürlich ein bisschen blöd.
Ich überlege gerade, bauen wir hier lieber Jägerwerft oder bauen wir ein Raketensilo? Ich wäre nämlich für Raketensilo. Dann können wir das Ganze auch ein bisschen besser halten, wenn es angegriffen wird. Dann haben wir nämlich noch Orbitalwaffen verfügbar. Das wäre natürlich von Vorteil. Ich pack den mal wieder zur Flotte. R2, schalte gefälligst den Autopiloten ab. Zack. Ey, ich würde ja sagen, wir kommen ja langsam an, ne? Wir kommen ja langsam an. So, dann haben wir ja immer noch einen Bauplatz, das ist ja kackegal. So, die Müdigkeit meldet sich wieder. Jawohl. Hau auf da. Gut, kurz nochmal Missionslog eben mal checken. Das war's nicht. War auch schlau. Fragezeichen, genau. Was war? Leerraum, Kontrollraum oder Neutral? Ja, das wechselt natürlich immer. Leerraum und das ist, glaube ich, der einzige, den wir haben hier unten. Der noch frei ist. Obwohl, nee, wir haben noch mehr Leerräume. Okay, das sagt uns leider nichts. Schade. Wir werden mal Arthos wieder erobern müssen, ne? Fällt mir gerade so ein. Die Arthosianer befreien. Vielleicht gibt es dann noch Taylor als Einheit. Mit dem Race-Basis-Schiff. Ja, ja. Genau. So viel dazu. Das erinnert, kam ich nur drauf wegen der Folge, wo sie zu Königin umoperiert wurde und dann wegen ihrer Telepathie da ein Race-Schiff als Königin infiltrieren musste. War auch schon eine geile Folge. Oh Gott, Müdigkeit. Entschuldigung. So, weg ist sie. Wo können wir denn eigentlich nochmal versteckt hin? Da nicht, da nicht, da nicht. Wir nähern uns Azuras. Das ist übrigens, macht mir Angst. Macht mir echt Angst, dass wir uns Azuras nähern. Gut, wir haben unsere Truppe vollzählig. Vollzählig. Der Ku... Oh, Race-Kreuzer. Und Race-Kreuzer. Race-Kreuzer. Race-Kreuzer landen auf Planeten. Nee, Race-Kreuzer landen auf Planeten und nutzen ihre Raumschiffe dann als Basis. Sie haben unterschiedliche Truppen an Bord, die das Raumschiff beschützen. Oh nein. Natürlich produzieren sie alle Soldaten fürs Stargate-Programm. So. Hey, gerade bei 30, 31 FPS, das freut mich ja. So. Nee. Sorry. Ohne Spion mache ich das einfach nicht. Vor allem, weil er wahrscheinlich eine Station sein wird. Vermute ich mal. Leerraum, obwohl schwarzes Loch... Ja, Muss nicht sein, aber wir müssen wahrscheinlich über den Leerraum. Im schlimmsten Fall noch über Andaria. Einen ganz großen Umweg nehmen. Reicht ja nicht, dass wir überhaupt einen Umweg nehmen müssen. Nein, ist ja... ja. Wir haben übrigens noch Zeit für eine Folge, 17 Minuten sehe ich gerade. Dann wollen wir... Ach, das scheint ja wenig zu sein. Och, das ist ja... Das ist ja Kinders. Das wird ja ein Spaß. Raketenrohre 1 bis 4 laden und Hauptwaffensystem aktivieren. Ich stelle erschüttert fest, dass 45 Minuten Aufnahmezeit für zwei Weltraumschlachten reichen. Da haben wir vorher noch gar nicht richtig drüber Gedanken gemacht. Das ist ja... irgendwie nicht so praktikabel, weil... ne? Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ah, schnell, still und heimlich noch gegähnt. Ist ja nicht so praktisch, ne? Weil irgendwie ist da schafft man ja nicht so viel, wie ich gerne schaffen würde wollen. So, eine schöne Map. Ja, und als Einstand in diese Schlacht wird hier wieder ein schöner Schnitt gesetzt. Wie sich das gehört. Die Eroberung schreitet voran. Ich darf übrigens noch von der letzten Folge sagen, das Outro, da klang das Mikro so komisch. Das lag daran, weil sich ein technischer, hochgradig irreparabler Fehler eingeschlichen hat. Ich habe nämlich vergessen, die Kappe vom Mikrofon zu nehmen. Ja, so viel dazu. Deswegen klang das alles ein bisschen komisch und ich habe dann noch schlawenzelt über die tolle Möglichkeit, also den tollen Ton und sowas. Naja, hat sich ja jetzt. Von mir war es das auch für diese Folge. Wir sehen uns dann auch wieder in der nächsten Folge, die dann auch immer näher zu den großen Ereignissen rückt. Ne? Wir gehen weiter, immer weiter in der Galaxis-Eroberung und werden richtig Kings. Ne? Wie sich das gehört. Meint auch Onkel Löwe.
Wir sehen uns dann. Bis denne. Haut da rein.